Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Ich weiß, wer ich bin. Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Ich bin der Schlimmste von allen. Oder warum hätte der Fuchs den Käse von dir nicht bekommen? Ja, meist sind es Tricks, die dazu verwendet werden, um mich zu etwas zu bewegen. Ich selbst oder andere schmeicheln mir oder jemand oder etwas droht mir. Ein Rabe hat ein Stück Käse gefunden und sich auf einen Ast zurückgezogen, um es zu verzehren, als ein Fuchs vorbeikommt. Der Fuchs, der den Käse gerne selber hätte, schmeichelt dem Raben, nennt ihn wunderschön und den König der Vögel. Schließlich bittet der Fuchs den Raben, für ihn zu singen. Von der Schmeichelei des Fuchses unvorsichtig gemacht, beginnt der Rabe zu singen, um zu beweisen, dass er der beste Sänger ist. Als er den Schnabel öffnet, fällt der Käse heraus und der Fuchs fängt ihn auf und frisst ihn. Wenn ich mir selber etwas vornehme, da versuche ich darauf zu achten, dass ich es will, ohne dass ich mich bedroht fühle oder geschmeichelt. Wenn du mal darauf achtest, willst du für den Fuchs singen? Warum jetzt mit dem Käse im Schnabel? Viele um mich herum wollen meinen Käse haben, aber wo sind die, die fragen, wie ich satt werde? Und darin bin ich der Allerschlimmste. Ich will unbedingt wissen, wie das, was ich gerade tue, motiviert ist. Ich möchte nicht etwas tun, weil es bekanntlich so auch von anderen getan wird. Warum hätte der Fuchs den Käse von mir nicht bekommen? Weil ich, der Vogel, selber weiß, dass ich schön singen kann. Und weil ich jetzt gerade weiß, dass ich essen will und nicht singen. Ich weiß, wer ich bin. Ja, ich weiß. Ich bin schlimm.